dann eher hinten rein. Das ist die Höhe fast. Spaß. Charlotte, bring mal Klopapier. Hey! Okay, Freunde. Ich bin bei meinetrenntoilette.de, bei Trelino. Und bei mir die bezaubernde Charlotte. Hallo Charlotte, hallo. Grüß dich. Also, warum bin ich hier? Jetzt geht die nächste gleich auf meine Toilette. Denn wir haben eine neue Form der Trelino. Und zwar ist es das weiterentwickelte Modell. Der Kenner wird es sehen, ausgeformt. Kannst du was dazu sagen? Ja, das ist unsere neue Trelino Evo. Die Reihe heißt quasi so. Wird es auch in den Größen SM und L wie gewohnt quasi wiedergeben? Evo oder Ego? Evo. Evo, also wie Evolution. Evo, genau. Ah, sehr gut, ja. Weil es in dem Sinne eine Evolution für den Bereich Sitzkomfort ist und das Gefühl kacken wie zu Hause unterwegs auch nochmal neu definieren soll. Wo du das gerade schon gesagt hast. Ich filme mal hier oben hin, kacken wie zu Hause. Herrlich. Also im Sprüche seid ihr nicht verlegen. Das ist schön, Das ist ein sehr dankbarer Bereich, um sich da vollkommen auszuleben. Deshalb sehr gut. Das machen wir auch gerne. Okay. Ja, ausgeformt hast du gesagt? Genau, also man hat hier einmal die angeformte Klobrille. Wir haben alle fleißig im Office Probe gesessen, dann wurden Muster genommen, der erste 3D-Druck kam und das ist jetzt quasi das, was es besonders komfortabel macht, dass man diese angeformte Klobrille hat. Ja. Was man jetzt noch hat, ist hier der Softclose-Deckel, der ist quasi bei jeder Ladung schon standardmäßig befestigt. Wow. Damit man gerade, wenn man nachts mal muss im Van, niemand mehr weckt und alle in Frieden weiterschlafen können. Ja, genau, das ist das Problem. Das ist sehr gut. Also ihr denkt mit, das ist klasse, super. Da sind wir immer sehr dankbar über das Feedback unserer Kunden, dass wir da auch immer weiter wachsen können. Ja, quasi. Ja, wir haben uns schon daran gewöhnt, dann mit spitzen Fingern so plupp, aufsetzen das mit den Magneten, geht das ja. Ja. Aber das ist eine coole Sache, ja, genau. Genau, das ist halt wirklich alles nochmal auf mehr Komfort ausgerichtet, weil auch das soll ja mit einer mobilen Toilette weitergegeben sein. Von der Entsorgung her ist es ja schon denkbar einfach, aber das jetzt auch quasi von dem Tragekomfort bis hin zum Sitzkomfort einfach alles wie zu Hause eigentlich ist. Schön, ja. Und das ist jetzt die M, oder? Die, genau, die mittlere, das ist jetzt die Größe M. Ja. Die wird es jetzt erstmal in der Farbe Weiß geben und dann im Nachgang aber auch noch in drei weiteren Farben. Also auch in Grau und nochmal in einem hellen Grau. Dann kann man nochmal schauen, was einem da mehr passt. Und cool, die Größen wird es dann auch nachfolgend noch geben. Ja, ich glaube, also ich meine, gesehen zu haben von dem Material, das ist was anderes, oder? Wie unterscheidet sich die von der normalen Trelino? Ja, wir haben halt einmal von der normalen Trelino, die sieht man ja hier, die hat quasi noch hier den Holzdeckel, genau, den da nochmal passend zubereitet wird. Die ist wirklich komplett in einem aus Kunststoff, was sie natürlich dann auch mal perfekt für den Einsatz im Bad direkt macht. Da muss man keine Angst haben, dass irgendwas nass wird. Das ist halt dann einfach nochmal die, ich sag mal, unempfindlichere Variante im Vergleich zu der, die wir aber trotzdem beibehalten müssen, weil wir hier mit einer Behindertenwerkstatt in Kooperation in Düsseldorf arbeiten und das trotzdem ist schön, fördern wollen. Gewichtsmäßig? Die wiegt gerade mal 4 Kilo. 4 Kilo? Gut, ja, wirklich super leicht. Noch also ein Drittel nochmal leichter ungefähr, ja, ne? Genau, also wirklich alles auch nochmal da in diesen Begriff Tragekomfort reingesteckt, damit wir da auch nochmal leichter hinkommen, weil gerade ja viele beim Van auch auf das Gewicht achten müssen. Ja. Ihr seht, hier ist die Hölle los. Der Stand ist belagert, als gäbe es hier Toiletten umsonst. Das ist Wahnsinn. Wir machen jetzt ganz schnell, ich will das hier nicht den Laden aufhalten. Ich glaube, wir haben, ist sie hier, ne, mit dem Scharnier, oder? Genau, das ist noch ein kleines Update, weil wir haben von Kunden hier auf das Feedback bekommen, dass sie sich auch für die Holzvariante nochmal einen Deckel wünschen, der befestigt ist. Ja. Deshalb haben wir da jetzt auch nochmal Scharniere zum Nachrüsten, damit auch das auch klappbar gemacht wird. Genau, das man ist hat auch neu. Den Eingriff. Das ist gut, ja. Dann kämpft man nicht mehr gegen alle 4 Magneten, sondern quasi nur gegen die vorderen. Dann lässt es sich leicht hochheben und es ist trotzdem auch bei Offroad-Strecken alles dicht und klappert nicht. Super. Ja, fein, das sieht gut aus. Das ist echt gut. Da überlege ich, ob ich da noch was finde zu Hause. Man braucht ab und zu spitze Finger, wenn man hier vorne reingeht. Aber insgesamt ist das ja wirklich eine Kleinigkeit. Ich glaube, der Markus hat gesagt, der Gourmet wird sich vielleicht an einem ganz kleinen optischen Spalt stören. Aber das ist ja nur wirklich weit hergeholt. Richtig. Man könnte natürlich noch mal überlegen, ob man die auch noch anders befestigt auf der Rückseite. Das kann dann quasi jeder für sich selbst noch mal ausprobieren. Darüber habe ich schon ein Video gedreht. Genau, das kann man also auch machen. Und ja, bevor man das ordert, muss man gucken, hat man hinten an der Wand genügend Platz? Genau, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da einmal schauen muss, habe ich überhaupt diese Fläche, also auch für zum Aufklappen, ist da irgendwas oben drüber, was da stören könnte, ob da ein Waschbecken ist oder so. Das sollte man vorab einmal checken. Ja. Charlotte, vielen Dank, das war echt cool. Alles Gute, erfolgreiche Messe. Dankeschön. Ciao. Einen schönen Tag. Danke. Ciao. Ja, bin ich schon wieder am Hümerstand, Venture S, Bürstner Gallery, schon wieder ein aufblasbarer Alkoven? No. Ich bin bei Solbio.
Solbio kennt ihr. Also die meisten von euch kennen es. 100% Chemie, Quatsch. 100% Natur, biologische Sanitärflüssigkeit. Oh, lange Arme braucht man, aber man kann das nicht klauen da oben. Das sind die 1,6 Liter Packs. Ich habe schon einige davon verwendet. Ich habe ja, ihr wisst das, eine Trenntoilette und brauche eigentlich das nicht mehr, war ich der Meinung, bis mir der Carlo von Solbio gesagt hat, hey, das kannst du auch in den Flüssigbehälter ein paar Spritzer geben, verhindert Urinstein, sorgt für einen besseren Geruch. Und ich nutze Solbio jetzt mittlerweile einerseits dafür und überwiegend auch, um den Abwassertank damit zu befüllen. Also wenn ich den Abwassertank ablasse, gehe ich rum mit Solbio, lasse durch jeden Siphon ja, so ein paar Spritzer, 40, 50 Milliliter durchlaufen und dann ein bisschen Wasser nach. Und seitdem habe ich kein Problem mehr mit extrem riechenden Abwassertanks. So, kurzer Schwenk über den Frank und den anderen Frank. Und dann machen wir hier auch schon wieder Cut.